Was haben wir denn hier? Sieht nach einem besonders schönen Geschenk aus. Gerade Jugendliche werden sich freuen. Nix mit Kohle, Videogame oder Designerklamotten. Eine tolle Dose Pizzatomaten für 40 Cent. Die Freude wird dann grenzenlos sein. Das benötigen wir für die kleine Bastelei. Eine Dose, müssen nicht unbedingt Pizzatomaten sein, aber die habe ich immer da. Ein Gutschein. Hab gerade noch einen von Amazon da, geht aber jeder andere genauso gut. Zum Beispiel in einer Ravioli-Dose wäre ein Restaurantgutschein passend, mal so als Idee. Wenn in der Dose nur ein Gutschein drin ist, dann ist sie natürlich zu leicht und es würde klappern. Darum einfach gut 350 Gramm Sand in eine Tüte und es passt. Klebstoff wird benötigt. Ich verwende den Uhu-Kontakt-Kraftkleber. Jeder andere Zwei-Komponenten-Kleber geht natürlich auch, aber der hier reicht und die 42 Gramm Tube kostet nur 2,45 Euro. Ein Dosenöffner zum Entfernen des Dosenbodens wird benötigt. Ich habe hier den von Emser, Bescat heißt der. Es geht aber auch jede andere Marke. Wichtig ist aber der Öffnungsmechanismus. Der Öffner schneidet ohne scharfe Kanten und der Dosendeckel lässt sich nach der Öffnung wieder aufsetzen. Das ist schon wichtig. So, jetzt öffnen wir die Dose an der Unterseite. Geht eigentlich immer ganz gut, aber da sind dann auch weder ein Stativ noch irgendwelche Videoleuchten, die einen einengen. Jetzt den Inhalt entfernen und die Dose säubern. In die nun saubere Dose geben wir den Gutschein, eventuell, wer mag, noch einen Glückwunsch, Weihnachtsgruß oder ähnliches. Und der Ballast muss natürlich auch noch rein, sonst wäre die Dose einfach unrealistisch leicht. Jetzt wird die Dose mittels des Klebers wieder zusammengefügt. Das Ganze ein wenig andrücken. Noch schnell mit einem feuchten Tuch grobe Kleberreste entfernen.
Damit sich alles gut verbindet, beschwert man das Ganze für circa eine Stunde. Ich lege noch drei weitere Scheiben drauf. Das sollte dann auch reichen. Nach gut einer Stunde kommen die Gewichte runter und es hält, fühlt sich alles gut an, so wie es sein soll. Noch einpacken und wir sind schon fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Tschüss!